Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Abgeordnete der AfD, ich wäre eigentlich ein leichtes Opfer Ihrer demagogischen Verführungsstrategie. Denn vor ungefähr 2 Wochen wollte ich auf einer Anti-AfD-Demonstration eine Rede halten und Leute, die eher im Antifa-Bereich sich bewegen, wollten aufgrund unserer differierenden Position in der Migrationspolitik das unterbinden. Das wäre jetzt der Moment leicht, Ihnen zuzustimmen, aber ich tue das Gegenteil und bekenne mich eindeutig eben zu diesen antifaschistischen Positionen. Und es war in dieser Situation niemand anders als unter anderem eine Stadtverordnete der Linken, die sich sehr wohl dafür einsetzte, dass ich reden kann, und ich tat es bei diesem Anlass. Das, was Sie hier versuchen, ist ein einfaches Spiel. Entweder, so denken Sie, stimmt man Ihnen zu und Sie verbreiten dann das als Zustimmung zu Ihrer Haltung, oder empört widerspricht man Ihnen und solidarisiert sich mit der Antifa und Sie skandalisieren das. Dieses Spiel wird bei mir aber nicht funktionieren. Und deshalb ist heute Ihr Antrag einmal die Gelegenheit zu einer eiskalten Sezierung Ihrer Strategie, sozusagen einer Vivisektion. Die hat 2 Voraussetzungen. Das eine ist, Sie spielen immer damit, die niederen Instinkte im Menschen anzuspielen, den inneren Schweinehund, Neid und Missgunst. Das ist das eine. Das andere ist, Sie wollen gerade auch mit diesem Antrag im Mitte-Links-Lager Spaltung betreiben. Aber wir können im Ring um Idealismus und Selbstwert zerstreiten, das sind wir gut drin. Aber gewiss werden wir uns nicht von der AfD spalten lassen. Ihre Methode, die Sie hier anwenden, nenne ich einmal den AfD-schen Dreisatz der Volksverdummung. Erste Stufe ist, Sie versuchen, die Bruchstellen des Bürgerlichen oder scheinbaren Bruchstellen des Bürgerlichen zu finden, sozusagen ein Anti-Antifa-Impuls, diese Unsicherung und die Angst. Darauf setzen Sie. Stufe 1. Stufe 2, Sie wollen die Strukturen, die antifaschistischen, prodemokratischen Strukturen im Westen, aber im Osten, die in vielen Städten sind, die wollen Sie bewusst schwächen. Sie machen das mit Anfragen, Sie machen das mit Klagen, Sie machen das systematisch in vielen ostdeutschen Bundesländern. Das ist Stufe 2. Herr Kollege Laus, eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion. Ach, wissen Sie, ich bin ein Freund, der Verlängerung meiner Redezeit. Und deshalb gestatte ich selbstverständlich eine Zwischenfrage. Okay. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Sie haben jetzt ein beeindruckendes Paradoxon vollbracht. Sie haben gesagt, die Antifa wäre demokratisch. Also in einem Satz, könnten Sie das vielleicht mal aufklären, wie Sie das meinen? Also ist vielleicht das Anzünden von Autos, das Plündern von Geschäften, das Verprügeln von Polizisten, das Bewerfen von Polizisten mit Kot, das soll demokratisch sein? Danke. Bin sehr gespannt. War das die Frage? Meine Gegenfrage lautet, aber ich werde dann auch noch beantworten, wenn ich das richtig gelesen habe, einen antiextremistischen Antrag stellen, wie können Sie den stellen? Denn Sie sind ja selbst eine extremistische Partei, also stellen Sie einen Antrag gegen sich selbst. Im Übrigen habe ich überhaupt nicht von der organisierten Antifa gesprochen. Solche billigen Spiele funktionieren mit anderen, aber nicht mit mir und nicht mit uns. Ich habe vom antifaschistischen Denken gesprochen. Und wenn der Widerspruch gegenüber dem Faschismus nicht demokratisch ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Also kommen wir wieder zum Dreisatz. Erste Stufe waren Bruchstellen des Bürgerlichen. Zweite Stufe war Verängstigung der Gesellschaft, Desavouierung, Sabotage der antifaschistischen demokratischen Strukturen. Und die dritte Stufe ist Ablenkungsmanöver. Wir sind nun wahrlich in einem Land, in dem Mord an Lübcke, der Rechtsterrorismus und die systematische Unterwanderung vieler Strukturen durch den Rechtspopulismus hinein in die Mitte der Gesellschaft das Problem sind. Und genau in diesem Moment kommen Sie dazu, die Antifa als das zentrale Problem dieses Landes darzustellen. Können Sie gerne machen, aber so blöd sind wir nicht, uns auf diese Täuschung, dieses Ablenkungsmanöver einzulassen. Und
Diese Sektion, die ich ja versprochen habe, führe ich jetzt auch noch am Beispiel durch. Wir machen jetzt Textarbeit bei Ihnen. Sie sprechen sich einen Punkt 1 aus, warnen vor der Polarisierung. Die Polarisierung. Das ist ungefähr so, wie wenn der Brandstifter anmahnt, dass ein Brand gesetzt worden wäre. Das nenne ich mit einem guten deutschen Wort Heuchelei. Aber es endet nicht dabei. Sie beschwören nicht nur die angeblich schlimme Polarisierung. Nein, Sie treten dann auch noch auf als angebliches Gegenmittel gegen die Polarisierung, wo Sie doch selbst diese Polarisierung maßgeblich erzeugen. Das ist der Brandstifter, der ein paar Stunden später erscheint als Feuerwehrmann. Das nenne ich arglistige Täuschung. Und dass das nicht genug wäre, dann kommen Sie auch noch an und gebärden sich als Lehrmeister der Demokratie. Sie sind ja auch zum Teil in der Innenpolitik sehr aktiv. Das ist, wir kennen das dort, unter anderem aus der Migrationspolitik. Das ist der Tatbestand der hartnäckigen Identitätstäuschung. Damit ist hinreichend. Schluss. Schluss? Nein, da ist noch nicht Schluss. Aber doch, jedenfalls ist, Schluss. Sie ist damit Ihre Strategie offengelegt. Und Fazit des Ganzen, was Sie hier versucht haben, ist, sich zu verteidigen als große Demokraten. Dabei sind Sie nichts anderes als Antidemokraten und verkappte Faschisten im Tarnanzug der Bürgerlichkeit. Vielen Dank. Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt hat das Wort der Kollege Marian Wendt, CDU-CSU-Fraktion.